Der Fahrplanwechsel. In der Nacht vom 12. auf den 13. Dezember 2020 stand in diesem Jahr vor allem im Schatten der Allgäu-Eurocities und des nordrhein-westfälischen RE4. Vielfach konnte ich dabei vernehmen, in Hessen würde sich in diesem Jahr nur Unwesentliches ändern. Doch da irrt man gewaltig, denn mit einer neuen Linie, drei Linienverdichtungen, einer verlängerten Linie sowie zwei Fahrzeugwechseln gibt es hier auch in diesem Jahr wieder so einiges zu erwähnen. Also auf geht's! Die größte Änderung betrifft den Verkehr zwischen Kassel und Bad Hersfeld. Hier wird die bereits bestehende RB5 Fulda-Kassel im Stundentakt durch einen neuen, ebenfalls stündlichen Regionalexpress ergänzt, der nur in Bebra, Rothenburg an der Fulda, Melsungen und Kassel-Wilhelmshöhe hält, wobei unter anderem aufgrund der Rücksichtnahme auf den Fernverkehr im Bereich Bad Hersfeld sowie eines längeren Aufenthalts in Bebra trotz der selteneren Halte nur geringe, in manchen Stunden sogar gar keine Zeitersparnis gegenüber der um 7 Halte reicheren RB5 entsteht. Vielmehr profitieren die Fahrgäste vor allem durch den mithilfe der Überlagerung beider Linien entstehenden 30-Minuten-Takt, ebenso wie durch den dreimal täglich angebotenen Anschluss an den Hessen-Express nach Frankfurt in Bebra oder Bad Hersfeld. Da in Bebra nun alle 30 Minuten Züge nach Bad Hersfeld und Kassel verkehren, wird auch die Abfahrtszeit der RB7 von und nach Göttingen verschoben, die nun immer an den RE5 Anschluss hat. Bisher gab es auf der RB7 Göttingen-Bebra immer alle 2 Stunden einen Zug, der um sowohl in Göttingen als auch in Bebra optimale Anschlüsse zu garantieren, eine halbe Stunde in Eschwege Standzeit hatte. Dies entfällt nun und es wird stündlich immer zur halben Stunde in Bebra angekommen. So verbessern sich die Verbindungen nach Bad Hersfeld und Kassel, die in die außerhalb des Nordhessischen Verkehrsverbund, kurz NVV, gelegenen Städte Eisenach und Fulda hingegen verschlechtern sich ausgehend von Eschwege um bis zu 30 Minuten. Aber zurück zum RE5, der wie die RB5 von Cantus betrieben wird. Um den Mehrbedarf an Fahrzeugen zu decken, hat Cantus 2 Talent-2-Triebwagen von der SWEG übernommen, die bis jetzt allerdings in der Regel nur für Verstärkerzüge eingesetzt werden bzw. als Reserve vorbehalten sind, sodass auf dem RE5, zumindest bei meinem Besuch kurz nach dem Fahrplanwechsel, nur die für Cantus bekannten Flirt-1-Triebwagen im Einsatz waren. Wir wechseln nach Mittelhessen, wo sich einige neue Taktverdichtungen finden lassen. Neu sind im Fahrplanjahr 2021 von Montag bis Freitag verkehrende stündliche Regionalbahnpendel zwischen Marburg und Gießen, die gemeinsam mit den bereits bestehenden RBs hier einen durchgehenden 30-Minuten-Takt und aufgrund eines attraktiven Anschlusses an RE 30, 98 oder 99 in Gießen öftere und sogar minimal schnellere Verbindungen nach Frankfurt anbieten. Die neuen Verstärker sind Teil des Mittelhessen-Expressnetz und werden folglich auch mit den zugehörigen Talent-2-Triebwagen betrieben. Ebenfalls im 30-Minuten-Takt soll künftig die RB45 von Montag bis Freitag zwischen Gießen und Mücke verkehren, wie auf den Langläufern mit Lind-Triebwagen. Auch hier ergeben sich aufgrund der häufigeren Fahrten neue Umsteigebeziehungen in Gießen, die auch hier zum Teil minimale Fahrzeitverkürzungen gen Frankfurt mit sich bringen. In Südhessen gibt es auch in diesem Jahr die seit 2017 obligatorische Anpassung des Main-Neckar-Ried-Express-Konzepts, insbesondere im Bereich Neuerlingen-Friedrichsfeld. Das im letzten Jahr eingeführte recht komplexe Konzept mit den Fahrten nach Wiesloch-Walldorf, Schwetzingen oder Mannheim wird so gesehen vereinfacht. Von Tagesrandfahrten abgesehen verkehrt die RB67 nun immer nach Schwetzingen, die RB68 wie bisher nach Heidelberg bzw. Wiesloch-Walldorf. Nach Mannheim besteht dann zu jeder Stunde Anschluss zu einem RE60, der so nun immer einen Halt in Neuerlingen-Friedrichsfeld einlegt.
Auch auf der RB75 Wiesbaden-Aschaffenburg können sich die Fahrgäste auf Taktverdichtungen freuen. Denn von Montag bis Freitag wird der bisher nur auf dem Westast herrschende Halbstundentakt ganztägig auf die gesamte Strecke ausgeweitet. Neu sind außerdem die im Berufsverkehr angebotenen Verlängerungen der RB61 Kurzläufer aus Röderberg-Oberhohen bis Frankfurt Süd, wodurch durchgehend halbstündige Verbindungen von Dreieich nach Frankfurt angeboten werden. Außerdem wurde zum diesjährigen Fahrplanwechsel die seit etlichen Jahren vorangekündigte Umstellung der S7 auf Triebwagen der Baureihe 425 vollzogen. Über die Ausstattung dieser Fahrzeuge sowie die Hintergründe dieser Fahrzeugumstellung gibt es übrigens extra Video auf meinem Kanal, Link in der Videobeschreibung. Ebenfalls neue S-Bahn-Fahrzeuge gibt es auch bei der S-Bahn Rhein-Neckar, die zum Fahrplanwechsel ihre neuen Mireo-Triebwagen in Betrieb nahm. Nach Hessen kommen sie hauptsächlich mit der S9, welche die ehemalige RB2 Mannheim-Biblis ersetzt, im Gegensatz zu dieser nun aber weiter bis Groß-Rohrheim fährt. Wie zuvor fährt sie im Berufsverkehr meist weiter nach Karlsruhe, zum Teil auch nach Hockenheim oder Graben-Neudorf. Wochenende sollen noch Einsätze auf der S6 nach Bensheim vorkommen können. Darüber hinaus gibt es in ganz Hessen natürlich noch kleinere Änderungen mit einzelnen zusätzlichen Verstärkern, neuen Früh- oder Spätzügen oder kleineren Minutenabweichungen bei den Fahrzeiten. Der Fernverkehr hält für uns in diesem Jahr im hessischen Raum keine allzu großen Änderungen bereit, sondern nur minimale Ausweitungen der ICE-4-Einsätze, wobei es sowohl auf den Linien 12, 13 und 22 weiter einen Mischbetrieb mit den ICE-1ern geben wird. Neu sind ICE-4er allerdings auf der Linie 15 Frankfurt-Berlin über Erfurt und Halle, wo sie sich die Leistungen mit ICE-3-Triebwagen teilen. Auf der Linie 20 Hamburg-Zürich werden im Laufe des Jahres 2021 nach und nach die neuen XXL ICE-4 mit 13 statt bisher 12 Wagen in den Einsatz gebracht. Außerdem werden erstmals einzelne Intercity-Verstärker mit IC2-Garnituren verkehren, die so nun erstmals den Frankfurter Hauptbahnhof planmäßig erreichen. Konkret werden das die freitags verkehrenden Züge IC2022 Nürnberg-Frankfurt und IC1957 Frankfurt-Leipzig sein. Gezogen bzw. geschoben werden die Garnituren von E-Loks der Baureihe 147. Damit wäre ich jetzt auch am Ende dieser kleinen Übersicht angekommen. In wenigen Wochen wird es dann auch die alljährliche Aktualisierung des Frankfurt Hauptbahnhof Videos geben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.